Herzlichen Dank, schönen Vormittag auch von meiner Seite. Es freut mich, dass wir heute den Anlass der Pressekonferenz auch dazu nutzen können, einmal unseren neuen Stiftungsrat Peter Westenthaler hier näher vorzustellen und vielleicht auch ein paar Positionen für seine zukünftige Arbeit im Stiftungsrat hier zu verlautbaren. Grundsätzlich ist aber so, dass man eigentlich jede Woche eine Pressekonferenz zum Thema ORF machen könnte. Einfach deswegen, weil man den Eindruck hat, dass hier mittlerweile alle Dämme gebrochen sind. Wir führen mittlerweile schon eine kleine Liste an Verfehlungen, die im ORF passieren. Und da geht es jetzt nicht um Verfehlungen, wer uns politisch irgendetwas nicht gefällt, sondern wo aus unserer Sicht ganz klar der öffentlich-rechtliche Auftrag mittlerweile schon mit Füßen getreten wird und wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ob der ORF mittlerweile schon als Partei zur Nationalratswahl antritt, denn zumindest wenn man dem Output des ORF in verschiedensten Nachrichten, Sendungen und Formaten folgt, dann kandidiert er scheinbar unter anderem auch gegen die FPÖ. Interessant ist, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich möchte eine ganz kurze Chronologie dazu auch bringen. Abgesehen davon, dass letzte Woche der Herr Bundeskanzler den ORF-Newsroom besucht hat und dort gleich alle Ressortchefs eiligst einbestellt worden sind, samt aller stellvertretenden Chefredakteure. Armin Wolf übrigens nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass er als Chefredakteur Stellvertreter gar niemanden stellvertritt, sondern dass es da eher nur um die Gehaltsklasse geht und um die Einstufung. Aber das werden wir ohnehin dann auch am Sonntag erfahren, wer in welchem Bereich hier rangiert. Aber das ist schon bemerkenswert, wenn ein amtierender Bundeskanzler sozusagen mal zum Rapport im ORF-Newsroom ruft und wenn vor allem die Führung und die Chefredaktion des ORF hier auch entsprechend mitspielt. Ein Detail am Rande, das uns auch aufgefallen ist, war zum Beispiel der Sonntag, die Pressestunde mit dem Andreas Babler. Das Freiheitliche sage ich jetzt einmal kurz, jeder Fernsehauftritt von Andreas Babler hilft uns bei den Umfragen, das muss man mal an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz hätte man da schon ein bisschen mehr Taktgefühl seitens der Rundfunkanstalt erwartet, dass man nicht unbedingt hergeht und dem Parteichef einer Partei dort mitten während einer laufenden Wahl eine Plattform gibt. Es war doch immerhin so, dass die SPÖ gegen die Kommunisten und den Bürgermeister in Salzburg gerittert ist und wer sozusagen noch kurz vor dem Gang ins Wahllokal sich informieren wollte politisch, der hat dann noch den Herrn Babler im Fernsehen betrachten können. Aber das nur am Rande. Es gibt ganz andere Bereiche, die aus meiner Sicht wirklich viel, viel schwerer wiegen. Jetzt werden Sie natürlich sich die Frage stellen, warum ich mich da mit dem ORF so sehr auseinandersetze. Und das hat vielleicht ein bisschen mit der Fastenzeit zu tun. In der Fastenzeit soll man auf die Dinge verzichten, die man gerne macht. Also ich habe jetzt ein bisschen weniger Servus-TV gesehen und habe halt mehr mich dem ORF-Programm gewidmet. Und da sind schon einige Dinge zutage getreten, die ich interessant gefunden habe. Abgesehen davon, dass heute am Weg hierher ein sehr, sehr eigenartiges Morgenjournal abgelaufen ist, wo der Herr Renner den Herrn Hatschabi Pirchner interviewt hat, den Chef vom DSN, und dreimal versucht hat, dem irgendwie herauszulocken, dass die FPÖ die Partei wäre, die da jetzt irgendwie unter der Fuchtel der Russen steht. Das ist nur leider nicht gelungen, aber man sieht schon, hier gibt es offensichtlich politische Auftragsdaten. Wirklich bemerkenswert habe ich den ORF-Bericht vor allem im ORF Wien gefunden vom vergangenen Wochenende. Zeit im Bild und ORF Wien, muss man eigentlich hier sagen. Denn da gab es ja wieder mal eine Demo gegen rechts und manchmal habe ich das Gefühl, die Excel-Tabellen, an denen die SPÖ regelmäßig scheitert, das verbildlicht der ORF dann in dem, wenn er einschätzt, wie viele Personen bei einer Demonstration dabei sind. Also die Stadt Wien hat uns hier geholfen und ich bin hier sehr dankbar, weil normalerweise schaltet die Stadt Wien immer ihre Wetterkameras ab, um zu verschleiern, dass am 1. Mai doch nicht so viele hunderttausende SPÖ-Funktionäre beim Rathausplatz sind. Aber das dürfte man diesmal vergessen haben am Samstag und hat also jedenfalls hier doch ein Zeitdokument gemacht. Und zwar hier sieht man die Wetterkamera von der Stadt Wien, die von hier aus in Richtung der Hofburg gerichtet ist. Und das kleine gelbe Ringel, das Sie da sehen, das waren also die 10.000 Menschen, von denen der ORF berichtet hat. Also wie gesagt, eine verbildlichte Excel-Tabelle der SPÖ, würde ich dazu sagen. Es hat damit nicht so viel zu tun gehabt. Und wissen Sie, was interessant ist? Jetzt kann man schon sagen, gut, da gibt es halt Erzählschwäche dort und da und ein bisschen Einschätzungsschwäche auch. Aber man hat sehr wohl immer verschwiegen, wie viele Personen bei den Corona-Demonstrationen dabei gewesen sind. Und wissen Sie, wir haben vorher zur Vorbereitung zur Pressekonferenz nochmal über diese kleine Ansammlung von Menschen hier gesprochen.
Wochen. Wissen Sie, die größte Corona-Demonstration, die wir gehabt haben, die über 200.000 Demonstranten umfasst hat, das Restl, das Sie da sehen, das die 10.000 sind, laut ORF, ja, das waren die letzten, die aus dem Heldenplatz oder aus dem Heldentor rausgegangen sind, als der Umzug durch den ganzen Ring bereits abgeschlossen gewesen ist. Also, dass man so daneben hauen kann, habe ich bis dato nur der SPÖ zugetraut am 1. Mai, aber möglicherweise gibt es hier auch personelle Überschneidungen, zumindest was das Einschätzen von Personen betrifft. Und wissen Sie, was mich daran schockiert, ist der Umstand, dass das dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert. Und da muss man natürlich einen bösen Vorsatz irgendwie auch dahinter sehen. Weil wenn dann das Privatfernsehen dazu ausreiten muss, in Form von Puls 4, um dann zu erklären, nein, leider Gottes, ist es wirklich eine leere Straße und die großen Kapazunder, Kogler und Babler haben da noch gar nicht gesprochen, ja, dann zeigt das schon, wie weit die Qualität in diesem Bereich mittlerweile eingebrochen ist und das muss man ja auch einmal sagen. Und was ich auch nicht gefunden habe in der Berichterstattung, da hat man sich wirklich, da gibt es schon Künstler im ORF, also da haben sie Kameraleute in irgendwelche Zwergperspektiven begeben, um da von unten rauf die Menge der Menschen zu filmen. Ja. Da ist ja auch mit Bildern manipuliert worden. Also das ist das, was uns die Wetterkamera zeigt und dass man es trotzdem geschafft hat, ja, hier den Eindruck zu erwecken, als ob da der halbe Ring voll gewesen wäre und der Heldenplatz sowieso ist eine Meisterleistung, die man natürlich auch entsprechend würdigen muss. Aber wenn man das jetzt weiterdenkt und in der Berichterstattung ist auch erwähnt worden, dass hunderte Organisationen sich dieser Demonstration gegen rechts angeschlossen haben. Jetzt noch einmal, da war nicht einmal jeder Obmann von den Organisationen dabei, die da angeblich mitgemacht haben. Ja, weil ich weiß nicht, ob das überhaupt 100 Leute sind da. Ja. Also das muss man einmal ganz klar sagen, da hätte ich mir doch eine Richtigstellung in diesem Zusammenhang erwartet. Ja, wir haben den Newsroom bereits besprochen und ein interessanter Fall hat sich am 15. März zugetragen. Da war der Philosoph und Publizist Friedmann, hätte im Rheins-Journal zu Gast sein sollen. Er ist dann doch nicht gekommen, aber immerhin durfte er kurz davor die FPÖ bereits als Partei des Hasses beschimpfen, worüber natürlich der ORF entsprechend berichtet hat. Am 13. März haben wir das Interview mit der Katharina von Schnurbein gehabt. Die ist natürlich die Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Union. Ich habe mir übrigens gedacht, dass man für so wichtige Positionen Leute einsetzt, die Fragen auch beantworten können und nicht derartig daher schwurbeln. Aber auch das war interessant. Und die sagt dann vor laufender Kamera, Antisemitismus ist in Europa nicht importiert. Der Holocaust habe stattgefunden ohne die Präsenz von Muslimen und Musliminnen. Dass die muslimische Community 2- bis 3-fach höhere antisemitische Vorteile hätte, habe mit einem Narrativ zu tun, dem sie ausgesetzt seien. Wer hier eine kritische Rückfrage erwartet hat, der ist leider Gottes fehl am Platz, die hat es natürlich nicht gegeben. Im Februar 2024 hat es den Beitrag über Charity für Klimakleber gegeben. Auch interessant, auf der einen Seite gibt es einen Innenminister, der also die Klimakleber hier entsprechend auch mit Rechtsfolgen behandeln möchte. Auf der anderen Seite gibt es öffentlich-rechtlich zwangsgebührenfinanzierte Fernsehen, das in den Seitenblicken dann auch Charity-Einschaltungen für die Klimakleber macht. Am 26. Februar haben wir die Science Busters gesehen. Die senden überhaupt gleich, und das muss man sich mal vorstellen, eine OTS gegen Herbert Kickl aus und bewerben den Benefizabend für den Klimaaktivismus. Auch spannend, kann man ja machen, aber die Science Busters können ja auch ins Privatfernsehen gehen, die müssen nicht unbedingt am öffentlich-rechtlichen Tropf hängen. Am 26. Februar waren die Klimakleber, sind die auf der Tangente in der Hansenkurve festgeklebt. Auf Ö3 kommt es, also laut Ö3-Meldung kommt es zu einer Sperre wegen einer Demo fürs Klima. Am 19. Jänner gibt es einen Zeit im Bild-Auftritt der Rechtsextremismus-Expertin Julia Ebner, die übrigens zahlreiche Preise von SP und ÖVP erhalten hat bis jetzt, also total außer dem Verdacht stehend, dass sie in irgendeiner Art und Weise politische Aktivistin ist. Sie denkt dort laut auf Sendung über ein Verbot von Herbert Kickls Kandidatur nach und generell muss man auch darüber nachdenken, wie man mit der FPÖ in Österreich umgeht. Und da gibt es eine ganz, ganz lange Liste von Vorfällen. Ich möchte Ihnen das jetzt ersparen, weil unser Stiftungsrat ja auch noch einiges Interessantes zu sagen hat. Was aber bemerkenswert ist, ist der Umstand, dass, wie ich eingangs erwähnt habe, der ORF mittlerweile zu einem politischen Kampforgan verkommen ist, wo man tatsächlich immer politisch punzierte Leute als Experten heranzieht, die alle bei sehr, sehr einfacher Recherche, und ich gehe davon aus, dass man auch in den ORF-Redaktionen genug
Potenzial hat und Leute hat, die hier recherchieren können, wo man sehr schnell drauf kommen könnte, dass das in der Regel politische Aktivisten sind, die man hier als Experten präsentiert. KPÖ-Spitzenkandidaten von Roten, ausgezeichnete Parteiakademie-Mitglieder, Grüne ohnehin, aber das ist vielleicht auch dem Stiftungsratsvorsitzenden Lockel geschuldet, wie auch immer. Was ich hier sagen möchte, und das ist uns wichtig, wir werden uns in den nächsten Monaten sehr genau ansehen, wie sich der ORF entwickelt und wie er sich auch politisch einbringt. Und erlauben Sie mir vielleicht auch noch eines dazu zu sagen. Wenn man gestern wiederum gehört hat, auch die Berichterstattung über diese Akten, die jetzt in Deutschland veröffentlicht werden mussten, im Zusammenhang mit Corona, da hat sich der ORF als Mitstreiter jener erwiesen, die schlussendlich dann die Geschäfte in der ganzen Corona-Krise gemacht haben, die im Prinzip ein Milliardenloch für nächste Generationen, kommende Generationen in unser Budget gerissen haben, ohne da in irgendeiner Art und Weise vielleicht einmal ein bisschen reflektiert darüber zu betrachten. Im Gegenteil, man hat es also wirklich konsequent auslassen, hier maßnahmenkritische Personen einzuladen, die einmal zu Wort kommen zu lassen und auch ausgewogen zu berichten. Und genau diesen Gefallen, also diesen Vorwurf wird sich der ORF auch gefallen lassen müssen, wenn wir nächstes Jahr dann sozusagen die Stufe 2 starten werden, wenn wir als Freiheitliche Partei, die dann in der Lage sein wird, auch alleine einen Untersuchungsausschuss in dieser Republik einrichten zu können, wenn wir dann das Kapitel Corona-Aufklärung wirklich vorantreiben. Da werden wir natürlich auch die Rolle des zwangsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch einmal ganz, ganz massiv hinterleuchten und auch nach außen hin darstellen, wo hier sozusagen gewisse Netzwerke zusammengearbeitet haben und wie schlussendlich der ORF auch denen in die Hände gespielt hat, die am Ende dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt in der Phase sind in der Republik, wo wir nicht mehr wissen, wie sich die Menschen das Wohnen leisten können, wo wir nicht wissen, wie wir die Budgetdefizite, die wir in den letzten Jahren aufgerissen haben, in irgendeiner Art und Weise wieder aufholen sollen. Und wie generell auch zu bemerken ist, dass der Lebensstandard in unserem Land ganz, ganz massiv leidet. Das ist also etwas, was wir uns ganz bestimmt ansehen werden. Und ich möchte jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Ich hätte noch einige Dinge hier mit, die jetzt wahrscheinlich den Rahmen der Pressekonferenz sprengen würden. Zum Beispiel nur einen einseitigen Vorwurf, dass der Rechnungshof gegen die FPÖ in Salzburg ermittelt, also dass hier gegen alle oder dass hier sich der Rechnungshof alle Parteien ansieht, hat man Geflisse nicht weggelassen. Aber da gäbe es viele, viele Dinge, die man berichten kann. Wir überlegen uns auch ein eigenes Format dazu, dass man sozusagen in wöchentlicher oder zweiwöchigen Rhythmus einmal gewisse Dinge wiederum richtig stellen, die bis dato ganz einseitig vom ORF berichtet worden sind. Also da gibt es ja einige Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und darf das Wort an unseren Stiftungsrat Peter Westenthaler weitergeben. Danke, lieber Christian. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Bedanke mich bei dir, lieber Christian, für die Möglichkeit und für die Einladung zur Pressekonferenz. Ich habe nachgeschaut, es ist die erste Pressekonferenz seit 11 Jahren, wo ich Sie wieder mal beglücken darf. Ich danke auch für diese Sammlung der Beispiele und kann dir versichern, in den letzten 4 Wochen schaue ich auch wieder mehr. Und 4 Augen sehen mehr als 2. Und wir werden natürlich diese Beispiele sammeln und auch im Stiftungsrat immer wieder zur Sprache bringen, wie schon das letzte Mal, wo wir ja das Thema hatten mit den sozusagen parteipolitisch als Wissenschaftler getarnte Wissenschaftler, die das am Ende gar nicht sind, sondern dort ihre parteipolitischen Sätze aufsagen. Und ich glaube, dass da auch eine gewisse Fehlerkultur beim ORF einmal Platz greifen muss. Und ich denke, das wird auch passieren, dass künftig, wenn Wissenschaftler eine ganz klare Parteigeschichte haben, dass das auch ausgewiesen wird. Entweder im Untertitel oder in der Begrüßung, wo auch immer. Aber Wahrheit ist, dass der ORF hier natürlich umfassend auch erklären muss, wer zu einer Sache spricht. Ich möchte mich heute mit meinem Hauptthema beschäftigen, nämlich das ist das Thema Haushaltsabgabe. Einer der Hauptaufgaben eines Stiftungsrates ist ja, vom Unternehmen Schaden abzuwenden. Das ist wirklich einer der Hauptaufgaben, denn, falls Sie es noch nicht wissen, das betrifft nicht nur den ORF, dass er keinen Schaden erleidet, sondern jeden Stiftungsrat an sich, weil jeder Stiftungsrat haftet mit seinem Privatvermögen, wenn beim ORF was schief geht. Das sollte man einmal voranstellen. Und daher muss man sich diese Haushaltsabgabe, so wie sie jetzt am Tisch steht, noch einmal genauer ansehen. Denn die Haushaltsabgabe impliziert eine Dreifachschädigung. Die erste Schädigung ist einmal die Schädigung der privaten Haushalte. Das in Zeiten der Hochinflation plötzlich Erlagscheine herumzuschicken oder automatische Abbuchungen zu machen, ist in Wahrheit nicht zumutbar.
Noch weniger zumutbar ist es denn, und es sind sage und schreibe 700.000 Haushalte in diesem Land, die bisher überhaupt noch keine ORF-Gebühr bezahlt haben. Wenn man das hochrechnet mit den Familienmitgliedern, dann ist man bei 1,2 Millionen Menschen, die das betrifft, die bisher überhaupt noch nicht bezahlt haben und denen jetzt Zahlungsaufforderungen ins Haus flattern. Aber nicht nur das, auch die Diskussion um die Administration durch diese OBS-Firma ist eine, die unerträglich ist für den ORF. Denn ich habe hunderte Mails, die ich natürlich immer gleich weiterleite an die entsprechenden Stellen im ORF, wo Menschen Mahnungen bekommen, bevor sie überhaupt noch eine Zahlungsaufforderung bekommen haben, mit Mahnspesen. Das heißt, da werden Mahnspesen verrechnet, die wissen aber gar nicht, dass sie eigentlich schon zahlen hätten müssen. Oder es kommen Zahlungsaufforderungen vor Bescheiderteilung. Wie Sie wissen, darf jeder Gebührenpflichtiger einen Bescheid beantragen, damit ihm die ORF-Gebühr auch bescheidmäßig ausgewiesen wird. Das machen viele im Moment. Das Problem ist, dass die OBS zuerst die Zahlungsaufforderung schickt, was natürlich rechtswidrig ist. Denn wenn jemand einen Bescheid anfordert, dann ist er bis zur Ausstellung dieses Bescheides nicht gebührenpflichtig. Das vergisst man rein rechtlich in der OBS. Und bis jetzt ist mir noch kein Fall, ich unterstreiche, kein einziger Fall Bescheid bewusst, wo ein Bescheid ausgestellt worden ist. Die OBS kommt mit den Bescheidausstellungen einfach nicht zu Rande, obwohl tausende Menschen bereits diese Bescheide verlangt haben. Dass dann Schwerstbehinderte, die bisher ihr ganzes Leben von der GIS-Gebühr befreit worden sind, plötzlich auch Zahlungsaufforderungen bekommen, diese Zwangssteuer zu bezahlen, ist dann auch noch zu erwähnen. Mir liegen da auch einige Mails vor, dass an Tote geschickt wird, wissen wir mittlerweile. Und dass am Ende ja auch Menschen zahlen müssen, die den ORF nachweislich gar nicht konsumieren, ist wiederum ein eigenes Kapitel. Es ist so ähnlich, wie wenn man jetzt beschließen würde, eine gesetzliche Vignettenpflicht für alle, also auch für Autos, die gar nicht die Autobahn benutzen. Genau das Gleiche. Also hier liegt es im Argen, und das ist ein Schaden an den privaten Haushalten, der hier passiert, auch im Image. Der zweite Schadensbereich sind Unternehmungen. Es ist eigentlich unfassbar, wenn man bedenkt, was diese Regierung gemeinsam mit dem ORF natürlich hier ausverhandelt hat, nämlich: Die Höhe der Haushaltsabgabe bei Unternehmungen richtet sich nach der ausbezahlten Lohnsumme. Was bedeutet das? Je mehr Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, desto höher ist die Haushaltsabgabe. Wir haben uns das angeschaut, genauer. Also zum Beispiel ein Unternehmen mit 313 Mitarbeitern, das ist die Grenze, wenn man es ausrechnet, zahlt die siebenfache Haushaltsabgabe. Ein Unternehmen mit 1563 Mitarbeitern zahlt die zehnfache Haushaltsabgabe. Und gedeckelt für Unternehmungen, der Deckel ist erst beim Hundertfachen der Haushaltsabgabe. Und jetzt frage ich mich, wem so ein Schwachsinn einfällt, dass man mit einer Haushaltsabgabe des ORF sozusagen Unternehmen, die in dem Land Arbeitsplätze schaffen, bestraft. Das ist ja wirklich eigentlich unglaublich und inakzeptabel. Und es ist ein Rätsel, wie eine Regierung auf so eine Formel bei den Unternehmungen kommt. Und am Schluss, als dritter Schädigungsfaktor, das Haus selber. Natürlich ist der ORF durch die Haushaltsabgabe geschädigt. Warum? Weil allein die Diskussion um all das, was nicht funktioniert, allein die Diskussion, dass der ORF jetzt abkassiert, obwohl es eine Hochinflation gibt, mittels Erlagsscheinen, mittels Abbuchungen, allein diese Diskussion schadet dem ORF. Die hätte man sich sparen können, wenn man die viel zitierte Budgetfinanzierung durchgeführt hätte. Und was auf uns zukommt, ein wunderschöner Ostersonntag mit vielen Ostereiern und Osternestern, und eines dieses Nesterl und ein paar dieser Eier ist die Veröffentlichung, die wird am Sonntag kommen, der 60, 65, 70, man weiß es nicht genau, Topverdienern im ORF, die alle zwischen 170.000 und wahrscheinlich jenseits der 500.000 Euro verdienen. Was dann folgt, ist ja völlig klar, liegt ja auf der Hand, nämlich, dass die Menschen sich fragen, Moment einmal, ich bin der Zwangssteuernbezahler und finanziere solche Gehälter. Das heißt, ich kriege schon wieder eine öffentliche Diskussion, die dem ORF am Ende natürlich nur schadet und nichts bringt. Das nebenbei. Das Herumjonglieren bei der Haushaltsabgabe mit Kontodaten, ohne überhaupt die Kontenbesitzer zu befragen, ob sie das wollen, massiv der berühmt-berüchtigten Datenschutzgrundverordnung widerspricht, die wir übernommen haben, die in ganz Europa gilt. Weil du musst ja für jede Datenverarbeitung die Menschen fragen, ob sie das überhaupt wollen, macht der ORF nicht. Das steht noch auf einem anderen Kapitel und wird auch noch einige Juristen wahrscheinlich befassen. Aber was jetzt kommt, ich bin jetzt beim Höhepunkt der Punkte, nämlich der Punkt 5, ist Folgendes. Mir liegt vor ein Schreiben der Rechtsanwälte Scheer-Höllwart, das bekommen Sie auch
ausgeteilt, ich gebe Ihnen das. Und die haben gestern an alle Stiftungsräte des ORF ein Schreiben geschickt. Ich darf vorweg nur sagen, dass der Rechtsanwalt Scheer selbst Stiftungsrat war. Also er mit der Materie auch sehr gut betraut ist und ein echter Experte auf diesem Gebiet ist. Und hier teilen uns die beiden Rechtsanwälte sehr schlüssig auf 2,5 Seiten mit, warum, und jetzt kommt's, die Haushaltsabgabe in Wahrheit rechtswidrig ist. Und das ist auch für Laien, ich bin kein Jurist, aber auch für Laien sehr leicht nachvollziehbar. Warum? Man hat zwar im Paragraph 31, das ist ein bisschen trocken, Absatz 19 OF-Gesetz neu formuliert, das war die Gesetzesänderung, dass in den Jahren 2024 bis 2026 die Höhe des ORF-Beitrags von monatlich 15,30 Euro nicht überstiegen werden darf. Das heißt, man hat eine Obergrenze eingeführt. Man hat aber auch darauf vergessen, den Betrag fix zu bestimmen. Das ist der erste Punkt. Der Betrag kann keine Obergrenze sein, sondern muss laut geltenden ORF-Gesetzen, das wurde nicht geändert, fix bestimmt werden. Das muss ein fixer Betrag und keine Obergrenze sein. Und der zweite Vorwurf ist, dass man offensichtlich in der Hudelei, die da stattgefunden hat, vergessen hat, dass es im Gesetz, nämlich im selben Paragraphen 31, aber Absatz 1 des ORF-Gesetz, einen dreistufig normierten Plan der Beschlussfassung und Bestimmung eines ORF-Beitrags zu lesen ist. Das existiert da drinnen. Nämlich, es muss auf Antrag des Generaldirektors der Stiftungsrat beschließen, einen fix bestimmten ORF-Beitrag. Das ist bisher nicht passiert in keinem Stiftungsrat. Beschließt das der Stiftungsrat, muss danach der Publikumsrat diesen Beitrag genehmigen oder ihn zumindest nicht beeinspruchen. Und als dritter Punkt muss binnen 4 Monaten die Regulierungsbehörde der vom Stiftungsrat beschlossenen Höhe des Finanzierungsbeitrags eine Genehmigung erteilen. Dieser Stufenaufbau ist nach wie vor im Gesetz, den hat man nicht herausgenommen. Man hat zwar einen zusätzlichen Betrag, Paragraphen hingeschustert, sage ich jetzt, nämlich den Paragraph 31 Absatz 19 ORF-Gesetz mit darf und kann und Höchstgrenze. Man hat aber vergessen, den Absatz 1 zu berücksichtigen, wo ganz klar normiert ist, wie der Beitrag, der ORF-Beitrag eigentlich zustande kommen muss. Nicht darf, nicht kann, sondern muss. Und jetzt schreiben uns diese Anwälte, und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, dass in Wahrheit, sobald die Bescheide herausgehen, und es tausende Menschen verlangen gerade Bescheide, werden Scheer und Hölber diese Bescheide bei ordentlichen Gerichten bekämpfen. Und es genügt ein einziges Gericht und ein einziger Bescheid, der von einem Richter oder von einem Gericht als unzulässig aufgrund der nicht vorhandenen rechtlichen Grundlagen, wie ich es Ihnen gerade vorgetragen habe, zurückgewiesen wird. Das würde bedeuten, dass der ORF alle bislang einbehaltenen Beiträge den Menschen wieder zurückzahlen muss. Was das bedeutet, ein wirtschaftliches Desaster, eine Schieflage, eine Unfinanzierbarkeit und letztlich, und jetzt bin ich beim Punkt, die persönliche Haftung jedes einzelnen Stiftungsrates im ORF von 35. Und deswegen appelliere ich auch an alle anderen 34 Stiftungsräte, sich dieses Schreiben ganz genau anzuschauen, denn da ist massiv Gefahr in Verzug. Ganz massiv Gefahr in Verzug. Es könnte sein, dass in Kürze der erste Bescheid von einem Gericht aufgehoben wird, weil er eben nicht rechtsmäßig zustande gekommen ist und damit in Wahrheit die gesamte Haushaltsabgabe rechtswidrig erklärt wird. Sie haben den Brief, Sie können es sich im Detail durchlesen. Daher habe ich heute vor dieser Pressekonferenz natürlich in der Früh dem Stiftungsratsvorsitzenden Lothar Lockl ein Mail geschrieben und beantragt, eine Sondersitzung des Stiftungsrates einzuberufen, eine Dringlichkeitssitzung, und zwar ehest baldigst, zeitnah, weil hier Gefahr in Verzug ist, mit der Bitte auch die Anwälte Scheer und Hölbert dort anzuhören, das vortragen zu lassen und dann eine Diskussion unter den 35 Stiftungsräten im ORF zuzulassen und zu führen, und sich einmal anzuschauen, ob das tatsächlich nicht einer Korrektur bedarf. Und ich bin der Meinung, ja, es braucht hier eine Korrektur. Die Haushaltsabgabe ist mit dem geltenden Gesetz in Wahrheit rechtswidrig. Das muss man sagen. Und daher, glaube ich, wird das noch eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung. Ich bin sehr gespannt, ob übrigens der Lothar Lockl, denn er muss die Sitzung einberufen, die Sondersitzung, ob er das macht oder nicht. Das obliegt ihm. Es war eine Anregung von mir, das zu machen. Aber er kann es natürlich auch unterlassen, so wie er in der letzten Sitzung auch einen Antrag von mir unterlassen hat, nämlich hat er nicht abgestimmt,
wo ich beantragt habe, dass der Generaldirektor des ORF beauftragt wird, beziehungsweise, es war sogar noch harmloser formuliert, ersucht wird, also eh nicht, ersucht wird, mit der Bundesregierung in Gespräche einzutreten über eine alternative Finanzierung, zum Beispiel über das Budget. Dieser Antrag kam nicht zur Abstimmung, weil ihn der Herr Lockl aus politischer Willkür offensichtlich nicht zur Abstimmung gebracht hatte. Heute wissen wir mittlerweile, dass der Antrag legitim war. Er war legitim. Laut Paragraph 21 Absatz 1 Ziffer 12 des ORF-Gesetzes kann natürlich der Stiftungsrat jederzeit jegliche Empfehlungen an den Generaldirektor beschließen. Und nichts anderes war das. Eine Empfehlung. Das heißt, der Antrag hätte abgestimmt werden müssen, ist nicht passiert. Das heißt, ich werde mich, das ist die zweite Konsequenz, neben dieser Sondersitzungsgeschichte an die Com Austria, an die Behörde wenden mit einer Beschwerde, dass, weil dieser Antrag nicht abgestimmt worden ist. Und ich verlange, dass dieser Antrag abgestimmt wird. Ich habe ihn auch im Stiftungsrat noch einmal formuliert, dass er abgestimmt werden muss. Das heißt, wir befinden uns hier in einer sehr schwierigen Situation, wo jedem klar sein muss, wie das ausgehen kann. Kann, aber diese Eventualität einer wirtschaftlichen Komplettschieflage des ORF liegt am Tisch, ist nicht vom Tisch, ist evident und muss berücksichtigt werden. Und, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass die Regierung nicht in der Lage ist, für klare gesetzliche Vorgaben zu sorgen. Nämlich auch nicht zum Beispiel, was das Verfassungsgerichtshofsurteil anbelangt. Wir haben mittlerweile seit Wochen ein Verfassungsgerichtshofurteil, das die Besetzung des Stiftungsrates mit überwiegend Vertretern der Regierung gehoben hat. Das ist unzulässig, verfassungswidrig. Und was macht die Regierung? Sie duckt sich weg. Sie sagt, das interessiert uns nicht, das machen wir jetzt nicht, weil das passt uns gerade nicht hinein oder kann sich nicht einigen. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinliche Variante. ÖVP und Grüne können sich nicht einigen. Und am Ende muss das wahrscheinlich die nächste Regierung dann machen. Allerdings relativ rasch, weil das ist bis April 2025 terminisiert. Bis dahin muss dieses Gesetz, nämlich der Bestellvorgang des Stiftungsrates, neu formuliert werden. Was dann passiert, ist auch klar. Wo haben wir 2001 auch gemacht. Wenn der Stiftungsrat neu besetzt wird, wird auch die Geschäftsführung neu gewählt. Das ist ein völlig logischer Schluss. Auch notwendig, weil du kannst ja nicht eine Geschäftsführung im Amt lassen, die von einem verfassungswidrigen Stiftungsrat nominiert worden ist. Nur, dass sich eine Regierung so lange Zeit lässt. Also ich kann mich erinnern, auch in unserer Regierungszeit, kann mich erinnern, wenn Andreas Kohl, da wurden auch, es kommt immer wieder vor, Verfassungsgesetze, der Verfassungsgerichtshof hat Gesetze gehoben, dann haben wir das innerhalb von 3-4 Wochen erledigt. Dass jetzt nichts passiert, lässt tief blicken und man wird sehen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch einen Vorteil haben, weil dann halt die nächste Regierung mit dem Herbert Kickl, der ja versprochen hat, als einer der zentralen Versprechen, die Haushaltsabgabe sofort als einer der ersten Punkte abzuschaffen, dann wissen wir auch, wo die Reise hingeht. Und dann ist dieses Konstrukt, wenn es nicht vorher eh schon jetzt von einem Gericht als rechtswidrig erklärt wird, dann ist es spätestens in einem Jahr vorbei mit der Haushaltsabgabe. Ich denke, der ORF hätte sich das alles ersparen können, die Regierung hätte sich das alles ersparen können, wenn man eine Budgetfinanzierung, wie das in vielen Ländern Europas, zuletzt in Frankreich auch bereits auf das System umgestellt worden ist, wenn man diesen Weg gegangen wäre. Versteht es nicht, warum man das nicht gemacht hat. Dann hätten wir eine große Medienförderung beschlossen, nämlich nicht nur für den ORF, sondern auch für die Privaten. Es gibt ja mittlerweile auch private Sender, die zum Teil in manchen Zeiten mehr öffentlich-rechtlichen Content verbreiten als der ORF. Das sollte man auch mal sagen, zumindest das ORF 1. Mit Nachrichten, Kultursendungen, da gibt es einige Beispiele. Und auch das sollte letztlich auch von der öffentlichen Hand gefördert werden, weil da geht es ja um den öffentlich-rechtlichen Teil, das heißt um Information, um Kultur, ja auch um Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Teil. Und daher denke ich mal, ist eine Budgetfinanzierung genau das Richtige und der Weg wird punktgenau dorthin führen. Es führt ja kein Weg daran vorbei, weil das im nächsten Jahr das ganze Zinnober von vorne beginnt, wieder mit Erlagscheinen und wieder mit dieser OBS, die 4 Millionen Haushalte bedienen muss und das nicht schafft. Ich glaube, das tut sich keiner mehr an. Danke jedenfalls, dass Sie mir dazugehört haben und es wird eine sehr spannende Sondersitzung des Stiftungsrates geben. Vielen Dank für die Ausführungen. Jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Bitte aufs Mikrofon warten und sich kurz vorstellen, damit die Zuseher im Stream auch wissen, wer hier Fragen stellt. Wir beginnen bitte. Matthias Westhoff, Zeit im Bild. Ich würde noch gern vom Generalsekretär wissen, was seine politischen Schlussfolgerungen aus dem Schreiben der beiden Anwälte sind im Hinblick auf die Finanzierung, weil sozusagen der Stiftungsrat hat es ausgeführt, aber Sie sind ja der Generalsekretär. Danke, Herr Westhoff.
Übrigens Anwesende von der Kritik vorhin ausgenommen, muss ich auch einmal ganz klar sagen. Nein, aber was unsere Schlussfolgerungen betrifft, ist eigentlich das, was unsere Anfangsfolgerungen waren. Und zwar haben wir gesagt, hier ist was zurechtgezimmert worden in einer Nacht- und Nebelaktion mit einer vollkommen überforderten Medienministerin Raab, dass sie nur scheitern kann. Und was ja noch übrigens ausstehend ist, ist ja auch sozusagen die Entscheidung der Europäischen Kommission, soweit ich das weiß, ja, die da auch noch nicht den Sanktus dazu gegeben hat, dass es überhaupt alles so bleiben kann. Aber ganz ehrlich, wenn es so ist, wie der Stiftungsrat Westenthal jetzt gerade gesagt hat, und bitte hat er das ganz exakt ausgeführt, was die Anwälte hier schreiben, dann ist ja das so, dass man zwar ein paar Paragraphen dazu gebastelt hat, aber die Paragraphen, die das sozusagen gleich wieder heben und normiert haben, wie so eine Änderung stattfinden kann, nämlich die Änderung im Gebührenbereich, die hat man drinnen lassen. Ja? Also das heißt, für mich ist das nachvollziehbar, auch ich bin kein Jurist, aber zumindest so wie ich es da gelesen habe in dem Brief, ist es für mich nachvollziehbar, dass man hier eine Haushaltsabgabe eingeführt hat, die vollkommen auf keiner rechtlichen Basis steht, und das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Also was würde das für den ORF bedeuten, wenn der jetzt bisher eingehobenen illegalen Haushaltsabgaben sofort wieder rückleiten müsste? Ja. Das wäre natürlich ein finanzielles Fanal der Sonderklasse. Ja. Und das zeigt ja, dass es diese Regierung nicht kann. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Abgesehen davon, wie in dem Beispiel da mit marktscharischen Methoden, was ich da vorher von Salzburg gebracht habe, ja, dass man da irgendwie schon wieder den Eindruck erweckt, da gibt es eine illegale Parteienförderung, was überhaupt nicht so ist und das übrigens auch von Anfang an außer Streit gestellt war. Aber wenn man das alles sieht, dann sieht ja auch niemand ein, warum man diese Haushaltsabgabe genau für diese Qualität der Berichterstattung bezahlen muss. Und wie gesagt, mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird der ORF eine der größten Baustellen sein, die wir hier in Angriff nehmen müssen. Und zwar nicht deswegen, und das möchte ich jetzt auch noch einmal explizit hier festhalten, weil da gibt es ja auch die ärgsten Unkenrufe diesbezüglich, nicht deswegen, weil man den ORF zerschlagen, zerstören oder sonst irgendetwas möchte, sondern was wir Freiheitliche wollen, ist erstens einmal eine nachhaltige Finanzierung des ORF, und das sehen wir nicht bei der Haushaltsabgabe. Wir wollen einen sparsamen ORF, und was wir vor allem wollen, ja, und wir brauchen keinen Parteiberichterstattungssender oder sonstiges, was wir wollen als Freiheitliche, und wir sind das größte Opfer des ORF in der momentanen Phase, zumindest Opfer ist niemand, aber wir sind die meist angegriffensten, sagen wir mal immer so, das ORF in dieser Phase. Was wir wollen, ist Objektivität und faire Behandlung für alle Parteien in Österreich und nicht das, was gerade stattfindet, dass jetzt im Abgesang dieser unseligen Koalition zwischen Schwarz und Grün, die uns eigentlich vor den Abgrund gestellt hat, die ganze Republik, dass man jetzt nichts Besseres zu tun hat, als noch geschwind die letzten Chefposten im ORF zu besetzen, um dann sozusagen sicherzustellen, über die nächste Legislaturperiode mit einem Volkskanzler Herbert Kickl durchzutauschen. Vielmehr stimmt das, was der Kollege Westenthaler gesagt hat. Wenn man sozusagen die Besetzung des Stiftungsrates in Zukunft ändert, dann sind natürlich auch diese ganzen Bestellungen von Chefpositionen natürlich zu hinterfragen und neu abzuwickeln. Das ist das, was wir daraus schlussfolgern. Weitere Frage, bitteschön. Niklas Leicher, ORF Radio. Herr Hafenecker, der DSN-Chef warnt, bestimmte Parteien seien im Fokus russischer Desinformation. Inwiefern fühlt sich die FPÖ, Ihre Partei, hier angesprochen? Und noch eine Frage an den Herrn Westenthaler. Sie kritisieren politische Schlagseite des ORF. Gleichzeitig geben Sie hier eine Pressekonferenz mit der FPÖ. Wie passt das aus Ihrer Sicht zusammen? Ich möchte mal beginnen. Ich habe ja eingangs meine Statements ja bereits auf diesen Ö1-Bericht heute im Morgenjournal hingewiesen und ich finde es bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie die ÖVP und die SPÖ mit dem Vorwurf umgehen, dass sie da im Fokus der Russen stehen, weil das kann ja nur die beiden Parteien betroffen haben, denn wir erinnern uns an den Ex-Kanzler Schüssel, der hier Aufsichtsratsposten inne gehabt hat. Wir erinnern uns an Christian Kern, der da verbandelt gewesen ist. Wir erinnern uns an Alfred Gusenbauer und so weiter. Also es ist wirklich ein schwerer Vorwurf, der hier seitens des Ö1-Morgenjournals gegenüber ÖVP und SPÖ erhoben wird. Also ich hoffe, dass die mit dem Vorwurf gut umgehen und sicherstellen können, dass sie da nicht irgendwie im Fokus sind. Es gibt eine ganz klare gesetzliche Lage, wie Stiftungsräte bestimmt werden. Und es ist ja niemandem, glaube ich, vorbeigegangen, dass ich von den Freiheitlichen auf dieses Mandat nominiert und bestimmt wurde. Und daher, glaube ich, ist es auch nur recht und billig, wenn man hier sitzt und auch seine übereinstimmenden Forderungen hier bringt. Aber ich sage hier, wenn Sie das interessiert, ich komme zur SPÖ und zur ÖVP, wenn Sie mich einladen, setzen Sie mich auch hin. Ich habe da überhaupt kein Problem, aber ich wurde eingeladen vom Generalsekretär Hafenecker und habe das dankend angenommen, weil dieses Thema brennt und weil das jeden Menschen in Österreich betrifft.
Und ich glaube, wenn sich eine Partei wie die Freiheitlichen besonders darum kümmert, nämlich mit dieser rechtswidrigen Haushaltsabgabe abzufahren, dann bin ich Mitstreiter, ganz klar. Und dass ich parteipolitische Einflussnahme im ORF, dass sie nicht nur evident ist, sondern dass man sie auch kritisieren muss, hat ja der lange Katalog des Generalsekretärs gezeigt. Und ich habe das auch im letzten Stiftungsrat so gehalten, weil es muss eine Diskussions- und Konfliktkultur geben und dann auch eine Fehlerkultur. Es passieren Fehler in jedem Unternehmen, auch im ORF. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass die Diskussion, ist ja auch in den Medien berichtet worden, deswegen kann ich das sagen, über parteipolitisch agitierende Neo- und Pseudowissenschaftler sicher ein Ergebnis hatte, nämlich dass das in Zukunft nicht mehr stattfinden wird. Es wird in Zukunft, das kann ich Ihnen garantieren, und wenn nicht, dann gibt es ein Problem, nämlich so hat die Geschäftsführung selber so ausgeführt. Es kann in Zukunft, wenn es einen Wissenschaftler gibt, der parteipolitisch tätig ist, dann muss das ausgewiesen werden. Ich kann das nur sagen. Zum Beispiel, mir fällt jetzt nur ein Beispiel an, ein weiteres Beispiel, eine gewisse Frau Judith Götz, die in der ZIB 3 als Rechtsextremismus-Expertin aufgetreten ist, wobei ich mich frage, wo man das in Österreich studieren kann, Rechtsextremismus. Das ist wieder ein anderes Kapitel. Also ist eine Rechtsextremismus-Expertin und hat dort 10-12 Minuten Interview gegeben, am Anfang sehr kompetent, hat alles erklärt, was aus ihrer Sicht das alles ist, und dann ab Minute 7 biegt sie zum Ankübeln einer demokratisch gewählten Partei im Parlament ab, natürlich den Freiheitlichen. Das geht nicht. Das heißt, es geht schon, aber dann muss drunter stehen, diese Frau ist eben nicht Wissenschaftlerin, sondern ehemalige Spitzenkandidatin der KPÖ Kärnten und Mitarbeiterin der Grünen Bildungswerkstatt. Wenn ich das drunter schreibe, darf die alles sagen, die kann jeden Tag eine Sendung haben, weil dann wissen wir, woher sie kommt. Dann ist das ein anderer Charakter, als wenn sie als unabhängige und nicht ausgewiesene Expertin auftritt. Das hat einen anderen Ton. Und das muss man sehen, das ist berechtigte Kritik. Oder zweites Beispiel, es hat ein Gerichtsurteil gegeben, der ORF wurde verurteilt, und zwar letztinstanzlich rechtskräftig, es zu unterlassen, die Freiheitliche Partei als blaue Regierungsbande zu bezeichnen. Ich meine, solche Dinge muss man diskutieren. Das ist die politische Schlagseite, die ich meine. Und sowas darf nicht vorkommen. Und leider häuft sich das. Und die Initiative vom Generalsekretär begrüße ich sehr, dass man so alle 14 Tage mal so eine Schuhe fix macht und diese Dinge auch aufzeigt. Denn sie sollen ja nicht mehr vorkommen in Zukunft. Wir alle wünschen uns einen objektiven ORF, der fair, ausgewogen und dem Gesetz entsprechend nach dem Objektivitätsgebot berichtet. Nicht mehr und nicht weniger.